Mu. Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Tag der Tage ist endlich angekommen. Ja, heute geht's für mich zum Friseur. Als hätte ich keine anderen Sorgen, ist klar. Aber ich freue mich drauf tatsächlich, weil es eher schlecht als recht ist, was hier los ist. Ich weiß oder ich bemerke anhand eurer Kommentare, dass ihr das gar nicht so schlimm findet oder empfindet. Aber ich verstecke das Ganze halt, ne? Ich habe es schon mal erwähnt. Es wird wirklich Zeit und ich freue mich sehr drauf. Es werden Paintings gemacht wieder. Also ich bin gespannt, wie dann letztendlich das Ergebnis aussehen wird und ich werde euch mitnehmen, da mich ganz, ganz viele gefragt haben. Ich muss jetzt nur mal schauen, wie ich das mit Liam mache, weil er tatsächlich noch nie so lang ohne mich war, aber es jetzt natürlich anhand seines Alters etwas schwierig wird, ihn da so zu beschäftigen, obwohl die alle super lieb sind. Ich werde mal gucken, wie ich es mache. Der Max hat sich dazu bereit erklärt, ein bisschen auf ihn aufzupassen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ansonsten wollte ich noch zum Bayerischen Roten Kreuz. Ich habe nämlich die Quarantänezeit genutzt, wie vermutlich ganz, ganz viele anderen, und habe aussortiert. Ich habe verschiedene Schränke durchgeschaut, einfach die Zeit genutzt, alles mal durchzugucken. Die Zeit fehlt einem ja dann doch meist oder hat einem gefehlt, sagen wir es mal so. Und da ist einiges zusammengekommen und das werde ich dann noch wegbringen. Und weil ich jetzt hier gerade auf diese wunderschönen Blumen schaue, schaut mal bitte, ich habe Ranunkeln von meiner Freundin geschenkt bekommen. Ich liebe Ranunkeln und die sind hier nicht mehr aufzufinden. Und sie hat tatsächlich in der großen Stadt welche gefunden und hat sie mir gebracht. Also es sieht so, so schön aus. Der Wahnsinn. Und Eukalyptus habe ich hier gekauft. Diese zwei kleinen Zweige haben 5 Euro gekostet. Das ist mal ein Wort, ne? Aber ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Ja, wollte ich euch kurz zeigen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück. Entschuldigung, aber ich konnte mich gestern nicht mehr bei euch melden. Ich war, und jetzt Achtung, 5 Stunden beim Friseur. 5 Stunden. Das glaubt mir kein Mensch, oder? Vor allen Dingen, man sieht jetzt gar nicht so viel. Also bis auf den Haaransatz, der jetzt wieder richtig fresh ist. 5 Stunden. Ja, und danach konnte ich halt keine Kamera mehr in die Hand nehmen. Ich stelle euch mal kurz ab, damit ich euch das Ergebnis natürlich zeigen kann. Also, es hat sich einiges getan. Schaut mal bitte, wie hell meine Haare jetzt sind. Also man darf nicht vergessen, dass ich komplett schwarze Haare vor, lasst mich nicht lügen, ich glaube 7 Monaten oder so hatte. Ja, also sie werden immer heller und heller. Sie hat mir jetzt verschiedene Paintings reingemacht oder Paintings an sich, keine Ahnung. Ich kenne mich mit dieser Technik gar nicht aus. Ich weiß nur, dass ich irgendwann nicht mehr sitzen konnte. Also, das war echt heftig. Ich nehme zwar dann mein Handy zur Hand und bearbeite irgendwelche Sachen, beantworte E-Mails und so weiter. Ich versuche dann schon die Zeit zu nutzen, aber es war definitiv zu lang. Ich konnte echt nicht mehr, ne? Und dann wollte ich auch keine Kamera mehr in die Hand nehmen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Heute habe ich jetzt aber noch einiges geplant. Ich war allerdings gestern, das wollte ich euch auch noch zeigen, beim Bayerischen Roten Kreuz. Ich habe alles abgegeben, ich hatte davor die ganzen Kartons vorbereitet. Das blende ich euch jetzt alles mal ein, was ich so aussortiert habe. Die Sachen sind noch top, keine Flecken, keine Löcher. Ich habe davor alles gewaschen. Ich habe das aussortiert, weil ja, die Geschmäcker sich natürlich verändern. Ich habe schon den Alessandro gefragt, ob er das ein oder andere vom Lucky noch tragen möchte, was der Lucky schon von Moritz getragen hatte zum Beispiel, und die Sachen wirklich noch gut waren. Aber wie gesagt, er hat diesbezüglich zum Beispiel gerade bei Pullis einen anderen Geschmack. Er mag das nicht, wenn da so ganz große Sachen draufstehen, und deshalb, ja, freut sich jetzt dann hoffentlich jemand anderes darüber. Und wie gesagt, wir haben das dann alles ins Auto geschafft. Ich habe es dann zum Bayerischen Roten Kreuz gefahren. Die haben sich auch total gefreut. Und ja, somit ist wieder eine kleine gute Tat getan.
Thema Nachhaltigkeit und es ist jetzt einfach auch wieder aufgeräumter, es ist wieder Platz da. Mit 5 Kindern könnt ihr es euch bestimmt vorstellen, also es ist schon einiges los in den Kleiderschränken. Ne? Aber wie gesagt, ich achte da schon drauf. Der Liam zum Beispiel, der trägt ja auch ganz viel von seinen Brüdern, was ich aufgehoben habe. Einfach ja, Sachen, die noch super gut sind, gerade bei Babys. Also ja, das fängt dann so mit 2, 2,5 an, beziehungsweise mit 3, dass man die Hosen nicht mehr verwenden kann, weil die einfach dann am Knie durch sind. Aber das kennt ihr bestimmt. Ja. Das wollte ich euch noch sagen. Ansonsten werde ich später noch einkaufen gehen und ich werde heute eine Freundin besuchen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich wollte euch eigentlich auch noch ein Feedback oder ein kleines Update zur Bella geben. Der Bella ging es jetzt die Tage wieder total schlecht. Sie leckt sich wieder die ganze Zeit an der Pfote und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es ihr nicht gut geht, dass sie Schmerzen hat. Und da war ich jetzt bei der Tierärztin. Sie hat übrigens 3,5 Kilo abgenommen. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe, aber der Hund hat 3,5 Kilo abgenommen und sie sollte 4 Kilo abnehmen, damit es ihr einfach besser geht. Und vom Gewicht ist es wichtig, dass ja, der Hund so in der Norm ist, denn das ist ja auch eine Belastung für die Knochen. Und ich werde es jetzt aber so machen, dass ich mal mit ihr in eine Tierklinik fahre, denn sie muss geröntgt werden, also da stimmt irgendwas nicht. Wie gesagt, sie hat da diese Schmerzen und es kann ja nicht sein, dass sie die ganze Zeit mit Schmerzmitteln dann jeden Tag leben muss. Das ja, möchte ich nicht. Es wird abgecheckt und dann sage ich euch, was dabei rausgekommen ist. Jawohl, also wir gehen dann zusammen einkaufen. Ich wollte noch den Spargelsalat machen und zu meiner Freundin fahren. Jawohl, und ihr könnt mir gerne Feedback da lassen zu meinen neuen Haaren. Jetzt wurschtel ich mir erst recht ganz viel in den Haaren rum. Die sind ultra weich und ja, das ist jetzt meine neue Haarfarbe. Genau, also bis später. Meine Lieben, ich bin jetzt wieder zurück vom Einkaufen. Ich zeige euch ganz kurz und knapp, was ich gekauft habe. Also wird es jetzt einen kleinen Food-Haul geben. Wir starten hier drüben und zwar habe ich einmal fürs Abendbrot Käse mitgenommen, Thunfisch, einen Kürbis, der Liam liebt Kürbis. Dann habe ich noch was fürs schnelle Mittagessen mitgenommen und zwar einmal für mich dieses Pesto hier und für meinen Mann vegane Maultaschen. Wie gesagt, wenn ich ein schnelles Mittagessen zubereiten möchte, dann habe ich frische Paprika, Traubensaft, ihr wisst Bescheid, Eisen und so. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt, den habe ich noch nie probiert. Dann habe ich Balsamico-Dressing, denn ich möchte einen leckeren Salat machen, dazu kommen wir gleich. Honig habe ich mitgenommen, dann hier vegane Mayonnaise. Ich bin total gespannt, also die ist jetzt quasi für meinen Mann. Ich möchte nämlich einen Kartoffelsalat machen, den ich natürlich logischerweise auch essen werde, aber er kann ja keine Mayonnaise essen und deshalb werde ich das mal ausprobieren. Dazu dann natürlich Gurken für den Kartoffelsalat, dann habe ich hier frisches Obst. Bananen, Birnen, Kiwi und Granatapfel. Der Max liebt Granatapfel. Der Max liebt auch Rotkraut. Deswegen hier Rotkohl oder Rotkraut, je nachdem. Joghurt hat sich der Alessandro rausgesucht. Dann habe ich hier noch frischen Salat, frischen Aufschnitt, frische Trauben. Hier gehört eigentlich noch zum Obst. Dann hat der Alessandro sich noch einen Saft rausgesucht, frische Brötchen. Brot habe ich schon da drüben, dann Sushi für heute Abend für den Max. Das mag er eigentlich ganz gerne, das nehme ich auch immer wieder mal mit. Wie gesagt, fürs Abendbrot. Dann werde ich einen Rote-Bete-Salat die nächsten Tage machen, da freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt kommt das Highlight, ich habe nämlich ein Video von der Sally gesehen zu einem Spargel-Erdbeersalat und den möchte ich ganz gerne ausprobieren und dazu habe ich eben frische Erdbeeren gebraucht und hier Spargel, einmal grünen Spargel und einmal den normalen Spargel. Ich werde aber den grünen Spargel mit den Erdbeeren machen als Salat und dazu habe ich auch Rucola gekauft. Ich frage mich nur gerade, wo sie ist, wahrscheinlich noch unten im Auto. Jedenfalls hier Schande über mein Haupt. Ja, ich habe ausnahmsweise diese Plastiktüten hier mitgenommen. Ich hasse es. Ich habe aber meine Beutelchen im Auto dummerweise vergessen. Das hat mich dann so geärgert, wirklich. Aber ich hatte den Liam dabei und dann dachte ich, komm, bevor du jetzt wieder rausrennst, hatte schon die Hälfte im Einkaufswagen und ja, sei es drum. Aber alle, die mich jetzt nicht kennen, können mich jetzt gern auseinandernehmen und alle, die mich kennen, wissen, dass ich da sehr, sehr großen Wert drauf lege und sowas eben auch nun mal passieren kann. Ansonsten habe ich mir hier bei Tchibo, also Tchibo ist bei uns in diesem E-Center mit dabei und dieses Teilchen hier war reduziert auf 4 Euro. Das wollte ich jetzt ganz gerne mal austesten. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt. Bei den normalen Spülschwämmen ist es ja so, also dass ich das nicht so ganz hygienisch finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil da ja auch
ja, Reste auf dem Schwamm bleiben können. Man spült den natürlich logischerweise aus. Aber das ist halt aus Silikon und das wollte ich halt ganz gern mal testen. Wie gesagt, für 4 Euro. Ich werde euch berichten, wie ich das finde. Und hier ist mein Highlight für heute. Also Spaß beiseite. Ich habe mich halt total gefreut, als ich es gesehen habe. Ich fand das irgendwie total stylisch. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich zum Beispiel hier frisches Obst reinschneide für den Liam. Wir gehen ja total gern auf den Spielplatz oder runter an Main. Und dann möchte ich hier in dieses Glas, das innen drin ist, wartet mal, ich zeige es euch hier ein bisschen besser, hier entweder Joghurt reinfüllen oder zum Beispiel Müsli. Und einen Löffel mitnehmen und dann hat er hier einen leckeren Snack für zwischendurch oder auch ich. Also wir beide. Da freue ich mich schon echt drauf. Vor allen Dingen finde ich es voll stylisch. Und ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Ich blende es euch am besten mal ein. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Ja, und das war's. Ich verräume das jetzt alles und dann sehen wir uns später wieder. Habe ich noch vergessen, die Karotten und Rucola zu zeigen. Rucola brauche ich ja für meinen Spargel-Erdbeersalat. Ich werde nur den grünen Spargel übrigens nehmen für den Salat. Den Spargel hier, den mache ich einfach so dann mit Kartoffeln. Jetzt bereite ich mal den Spargelsalat vor. Ich bin sehr gespannt, aber ich bin vor allen Dingen sehr hungrig. Dressing habe ich vorbereitet. Die Erdbeeren wasche ich gleich und schneide sie zurecht. Salat habe ich vorbereitet. Das ist auch soweit ready. Ich muss es nur zurechtschneiden, also den grünen Spargel. Hier ist der normale Spargel. Kartoffeln sind am Köcheln und die Pfanne ist eben für den grünen Spargel. So, ich mache mal weiter. Also, hier habe ich jetzt den grünen Spargel, den ich vorher angebraten habe, zusammen mit den Erdbeeren und dem Dressing in diese Schüssel. Ich vermenge das Ganze und dann kommt es hier oben drauf. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es schmeckt. Hier ist Soße Hollandaise, die Kartoffeln und der Spargel und wir lassen es uns jetzt schmecken. Da ist noch Dressing. Der Max sagt gerade, also es ist wahrscheinlich nichts für mich. Und ihm fehlt das Schnitzel. Ja, Max, so ist das jetzt heute halt mal, ne? Aber der Liam, der haut rein gerade. Der Liam ist ganz verschüchtert hier, ne? Was hat die Samira? Ist das eine Erdbeere? Eine Erdbeere? Keine Sauerei auf der Couch. Schaut mal, wie schön meine Freundin das vorbereitet hat. Zusammen mit ihrer Tochter. Richtig, richtig schön. Das ist selbstgemachter Eistee, da bin ich sehr gespannt. Und schaut mal, wie schön die Tasse ist, habe ich gerade entdeckt. Ja, und jetzt gibt's Kuchen. Her damit. Das ist jetzt für euch. Hier, bitteschön. Da, das kannst du nehmen und gibst mir den Teller. Danke. Ich habe Hunger. Wisst ihr, was mir gerade spontan einfällt? In meiner Kindheit habe ich immer so kleine Blumensträuße gemacht. Fand es ultra toll, dass ich so einen kleinen Blumenstrauß kreiert habe. Aber im Endeffekt konnte ich ja nichts damit anfangen, ne? Weil, ja, kaputt. Aber ich fand es so toll, dass ich das immer gemacht habe am Wegrand. Kennt ihr das? Okay. Liam, wie macht es Schaf? Schaf, wie kommt, wie er begeistert er ist. Es sind ganz viele Mädchen. Wie macht es Schaf, Liam? Da ist es. Oh, möchtest du auch was füttern dem Schaf? Hm? Soll die Samira dir was geben? Nimm das ja mal in die Hand. Super! Immerhin. Also es ist so, so schön hier in der Natur. Und wir haben hier noch die Lilly mit dabei. Wir genießen halt jetzt einfach noch ein bisschen den Mittag. Tschüss, genau. Der Liam winkt gerade den Schafen. Hey, ciao. Ciao. Also bis später.
Schaut mal bitte, was meine Freundin für mich gekocht hat. Oh mein Gott. Ja, okay, ich habe es gerade auf Insta gesagt. Sie hat ein bisschen gelästert und gesagt, Nudeln kann ja jeder. Nudeln kann ja jeder. Ja, jetzt gibt es Kartoffeln mit Spargel. Oh mein Gott, es riecht so gut. Ich freue mich drauf. Ich hatte heute zwar schon Spargel, aber ist nicht schlimm. Ich freue mich.